Hallo, heute möchte ich Sie recht herzlich begrüßen auf unserem virtuellen Messestand. Mein Name ist Michael Roser und ich möchte Ihnen heute unser Verbundfräsen zeigen, Verbundmaterialfräsen. Verbundmaterial ist, wie Sie hier sehen können, ein Material, das Aluminium, Kunststoff und Aluminium beschichtet ist. Wir haben hier die Möglichkeit, das Verbundmaterial zu fräsen, und zwar direkt an einer CNC-gesteuerten Stanzmaschine. Die CNC-gesteuerten Stanzmaschinen können alle beliebigen CNC-gesteuerten Stanzmaschinen der Firma Boschert sein. Das könnte eine Compact sein, eine Twin, Tri, eine Multipunch, sogar eine Kombi-Lasermaschine, wie wir sie hier sehen. Das Verbundmaterial fräsen hat den Vorteil, wir können das Plattenmaterial auflegen und wir fräsen von der unteren Seite. Das bedeutet, dass die Späne nach unten wegfallen und wir dadurch keine Probleme haben mit der Spanabfuhr, mit dem Absaugen der Späne. Hier haben wir den Blechniederhalter. Dieser Blechniederhalter wird pneumatisch nach unten gedrückt, so dass das Blech einen bestimmten Abstand hat zwischen Tisch und Niederhalter. Hier über den Nonius können wir diesen auch einstellen. Unter dem Tisch sitzt unsere Frässpindel, eine hochfrequenz drehende Frässpindel mit 18.000 Umdrehungen. Unterhalb dieser Frässpindel mit dem Motor sitzt der Pneumatikzylinder, der diese Frässpindel nach oben ins Material stellt. Unten drunter, unter dem Pneumatikzylinder, ist der Nonius, mit dem wir sehr genau die Frästiefe einstellen können. Weiter oben bei dem Ausrufezeichen sehen Sie eine Klappe, bei der Sie oder die Sie wegnehmen können. Dann können Sie automatisch die Fräser einzeln wechseln. Wir haben nicht nur 90 Grad Fräser, es gibt 135 Grad Fräser und alle möglichen Konturen, die Sie benötigen, um Verbundmaterial perfekt zu bearbeiten. Das Gute an einer Stanzmaschine mit Verbundmaterialfräsen ist, dass wir natürlich nicht nur fräsen können, sondern auch die Teile ausstanzen können oder auch Löcher hinzufügen können. Das möchte ich Ihnen kurz mal zeigen, indem dass ich jetzt ein Blech einspanne und dieses Teil hier laufen lasse. So, nun nehme ich das Blech raus und wie Sie sehen, haben wir hier schöne 90 Grad Nuten, die wir gefräst haben. Wir können hier durch das richtige Einstellen bis direkt auf die Aluminium-Unterseite gehen. Sie sehen es hier, wir haben sie leicht berührt. So ist eigentlich die Fräsung optimal. Wie Sie auch sehen, es sind keinerlei Späne drauf. Dafür haben wir unsere TK-Absauganlage, die ich Ihnen gleich zeige. Hier stehen wir vor unserem Seitenkanalverdichter der Firma TK. Hier über dieses Rohr saugen wir unsere Späne an, die wir vorne erzeugen. Diese werden hier über die Filteranlage abgestoßen und fallen hier unten in unseren Abfallkasten, den wir auch problemlos rausziehen können und entsorgen können. Durch einfaches von Hand zusammenbiegen können Sie die Teile dann so formen, dass sie annähernd null Spalte haben.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute zeigen, wie einfach wir Verbundmaterialien fräsen. Aber wir fräsen nicht nur Verbundmaterialien, wir fräsen auch Aluminium, Kupfer oder Stahlbleche. Schaltschranktüren haben wir auch schon gefräst, das geht sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail. Gerne höre ich von Ihnen, Ihr Michael Roser.